Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Auf einer Höhlentour mit Mole Rat. Ich hätte hier mit Schlimmerem gerechnet, so mit einem Schattenläufer oder so. Ein Mole Rat. Oh mein Gott, ich habe Angst. Nee, eigentlich nicht. Wie, das war's schon? Ne, das war's schon. Okay, na dann. Mache ich mir hier mal ein Licht. Und dann sammle ich immer fleißig Pilze ein. Und hier gibt es einen vergrabenen Schatz. Guck mal, wie großartig. Schnell buddeln, bevor jemand anderes holt. Na, was ist es? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel, ein Trank. Und das war's. Hat sich ja jetzt irgendwie nicht so gelohnt. Habe ich den Morad schon ausgenommen? Nö, habe ich nicht. Das vergesse ich in letzter Zeit irgendwie immer. Auch die Sumpfratten in der letzten Folge habe ich irgendwie erst beim zweiten Anlauf dran gedacht, dass ich sie ausnehmen kann. Für Fleisch. Ja. Muss mir aufpassen. Ich werde langsam vergesslich. Ich werde langsam alt. Alzheimer und so. Ne? Alt kommt ja von Alzheimer. Jaja. Mhm. Wissen viele nicht. Gut. Nur um sicher zu gehen. Ich habe ja letztes Mal behauptet, dass hier der Anfang des Sumpfes wäre. Aber wie ihr seht, das stimmt. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich zurück zu den Banditen, so wie geplant. Ich habe sogar Lance gefunden. Ich könnte ja mal kurz zurück zu den Wassermagiern und denen Bericht erstatten. Ich glaube, das mache ich mal eben. Und dann kann ich mich auch wieder hin teleportieren. Dann dürfte der Weg auch ein bisschen kürzer sein, als hier komplett zurückzulaufen. Moment, wo ging es hier hoch? Dahin. Da ging es hoch. Ja. Die freuen sich bestimmt, beziehungsweise die freuen sich nicht so, aber immerhin werden sie dann Gewissheit haben. Vielleicht ein bisschen Erfahrung zu schieben. Hey. Wenn ich ihnen sage, dass Lance tot ist. Lernpunkte habe ich leider keine, um meinen Mana noch um 5 zu steigern. Das sollte aber bald möglich sein. Relativ bald. Ich brauche noch ne, 2000, 3000 Erfahrung. Das ist gar nicht mehr so viel dafür, dass es mit der letzten Folge noch 5000 waren. Es geht schon schnell mittlerweile mit der Erfahrung. Hey. So, genau, du warst ja mit magischer Kraft. Mit wem muss ich denn reden wegen Lance? War das Saturas? Hey! Der war's auch nicht. Ist das? Ah, eine Weidenbeere. So, wen haben wir denn? Hier oben haben wir keinen Magier. Ich suche jetzt mal Saturas. Oder war es Riordian? Keine Ahnung, ich frag den mal. Und danach gehe ich zu Saturas. Und eigentlich könnte ich mich eine Runde aufs Ohr hauen. So dunkel wie schon ist. Wegen der Herrenhäuser. Ah, ich war ja in einem. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Ja, ansonsten. Tränke brauen, wie gesagt, kann ich eh schon zu viel. Was ich da draußen finde, weiß ich mittlerweile, glaube ich, besser als er. Hey. Nope. Auch der war es nicht. Gut, dann muss das wohl. War Kronos hier nicht irgendwo? Der Händler? Oder war der da oben? Keine Ahnung. Wo gehen die eigentlich hin nachts? Wo schlafen die? Die Magier. Würde mich mal interessieren. Wer ist das hier? Ah, Kronos. Hey. Wer sagt's denn? Lass uns handeln. Was hast du denn Feines? Ja, du hast noch ein paar Tränke. Weißt du was? Ich habe so viel Geld. Ich habe so viel Geld. Die nehme ich mir einfach mal alle. Zumindest du die Kleinen. Und dann kannst du von mir haben. Piratenrüstung vor einmal. Du musst nächstes Wasser hast. Nee, eigentlich nicht. Das Amulett der Krieger zum Beispiel kannst du haben. Das Amulett der Flammen behalte ich mal noch. Genau wie der Erzhaut. Geschick brauche ich nicht. Lebensenergie habe ich hier 30 statt 20. Brauche ich also auch nicht. Und, das ist der Ring von Lance. Den würde ich gerne natürlich auch behalten. Und der von mir und der von Laris, die brauche ich natürlich auch alle. So, dann kannst du haben. Das würde ich gerne behalten. Drachenblut würde ich auch behalten. Das wird bestimmt auch wichtig. Skelettknochen, keine Ahnung. Braucht man das für Alchemie? Ich weiß es nicht. Einen goldenen Kerzenständer kannst du haben. Ja,
Ich habe zwei Fokussteine? Warum habe ich zwei Fokussteine? Warum habe ich zwei Fokussteine? Hä? Wo kommt das denn her? Hier, das Zeug kannst du haben. Alles. Brauche ich nicht. Silberkelch, Silberkette, Silberteller. Silberne Ringe. Brauche ich nicht. Nimmt alles nur Platz weg. Und den goldenen Ring. Lass. Ach komm, ist doch egal. So, jetzt erstmal hier den Lederbeutel öffnen. Und was ist das denn? Das kann ich nicht lesen. Fede F12 Quahodron. Das ist sie, Eiskier, Harz, Nier und Weinfief, Ivopirin, Geekstart und. Genau. Habt ihr verstanden, ne? Nee, natürlich nicht. Genauso wenig wie ich. Hey. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Wegen Raven. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Also streng genommen... Adanos möge dich schützen. Streng genommen sind sie der Schlüssel zu den Antworten zu den Fragen. Hey, Heilkraut. Siehst du, es lohnt sich doch immer wieder einfach mal... um die Ecke zu denken, zu schauen, meine ich natürlich, zu weit entfernt. Meine Güte, stell dich nicht so an. Geh dahin. Es ist 20.43 Uhr. Ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Wie gesagt, um mein Mana aufzufüllen und damit es hier hell ist. Und dann frage ich mich, warum habe ich 2 Fokussteine? Ich habe doch den Teleporter im Sumpf aktiviert. Ach, da ist ja noch einer. Mhm. Okay. Keine weiteren Fragen. Ich glaube, ich habe 2 Fokussteine, weil ich noch 2 Teleporter aktivieren muss. Warum auch immer ich jetzt den einen schon vorzeitig bekommen habe. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es hat funktioniert. Es wird schon irgendwie gut gehen. Ja, was soll's. Jetzt habe ich halt einen Fokusstein übrig. Kann ich verkaufen am Ende. Soll mir recht sein. So, was gibt's mit dir? Hey, du hast sie doch gesucht. Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Ja. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Ja. Du bist ja motiviert. Was genau ist dein Problem, Mann? Du wolltest sie doch, dachte ich. Tja, dann ist sie halt nicht. Übrigens, hey, Dunkelpilz. Wie viel habe ich denn? Dunkelpilze. 223. Oh mein Gott, ich habe schon wieder fast die Hälfte... des nächsten Schrittes. Das ging ja übelst schnell, hey. Mein Gott, wie viele Pilze hier in dem Sumpf wachsen. Ach, ich bin da schon wieder zurück. Das war ja gar nicht so weit, wie ich dachte. Gut, so. Wer wollte die Steintafel? Franco will eine Steintafel sehen. Genau, ich soll spionieren, das ist klar. Franco will, dass ich Edgar helfe. So, ich habe Edgar geholfen. Außerdem will ich Franco noch verprügeln, ne?
aber erst, wenn ich seine Quests erledigt habe. Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Ich brauchst du das nicht. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Das ist doch ein Arsch. Du Schwein, ich mach dich fertig. Du mieser kleiner Wicht, willst dich mit mir anlegen? Na, warte! Ich dir vorher sagen können. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Die dumm. Ich hab ja Magie. Franco, bleib mal stehen. Ich will dich verzaubern. Ja, renn so schnell du kannst. Ja, das tue ich. Siehste? Und schon stellen meine Chancen im fairen Kampf Mann gegen Mann deutlich besser. Okay, so fair Mann gegen Mann war es vielleicht nicht, aber immerhin Mann gegen Magie und Mann. Wobei, doch, eigentlich schon Mann gegen Mann, ne? Hey, Apfel. Bin ich Stärke? Nö, leider nicht. Hab ich Schaden gekriegt? Nö, Franco, du Weichei, ey. Hat mir nicht mal Schaden gemacht. So, was habe ich denn da gefunden? Ich habe doch hier jetzt Frankos Amulett gefunden. Das bringt Stärke und Geschick plus 4, Lebensenergie plus 14. Ja, da fehlt mir mein Mana wieder. Nö, behalte ich. Der hier ist besser, der Gürtel. Der andere ist nur besser, wenn ich die Magierrüstung habe. Stimmt, da war was. So, leider muss ich aber hier die Banditenrüstung anlassen, weil die mich sonst nicht für einen Banditen halten. Gut, aber ich habe Franco niedergemäht. Jetzt sollte ich eigentlich rein dürfen, oder? Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Hab doch schon eine. Ich habe immer eine Spitzhacke dabei. Was denkst du denn? Kann ich denn jetzt einen von denen hier draußen als Anführer bestimmen? Würde mich mal interessieren, ob es geht. Bandit. Vorher Taurus, ne? Vorher Taurus sich rumnerven muss. Frage ich doch einfach mal zum Beispiel die Leute hier hinten bei dieser Waldbeere, ob sie nicht Anführer werden wollen. Wer war das denn? Das war doch dieser eine. Ne? Hier, der da. Wie ist er denn? Sancho! Hey. Willst du Anführer sein? Was gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast Franco umgelegt. Saubere Arbeit. Aber jetzt haben wir diesen Carlos am Hals. Mit dem ist auch nicht zu spaßen. Carlos? Wer zur Hölle ist Carlos? Oder hat Taurus etwa schon einen rausgeschickt? Und der heißt Carlos. Und Sancho weiß das schon, aber ich nicht. Könnte sein. Dass sich das schon so schnell rumgesprochen hat. Ach, guck mal, Carlos, hey. Das ist doch bestimmt Carlos, oder? So wie es aussieht. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Yep. Ja, warum? Weil ich jetzt seinen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Gerne doch. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Ich hätte das nicht. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Oh. Ich dachte, ich kann ihn jetzt aggressiv machen und auch noch umlegen. Fände ich ja lustig, wenn der mich jetzt umhaut, weil er sauer ist. Aber hey, was soll's, Bandit. Nö, mit dir will ich nix. Hey, übrigens, ich bin drin im Banditenlager. Das heißt, zur Sicherheit werde ich hier jetzt einmal eine Runde speichern. Und uiuiui, das sieht ja komplex aus. Hey, eine Truhe! Rechts, links. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Verdammt! Rechts, links, rechts. Das sind die ersten drei.
Gespräche. Ja, auch mein Schlüssel. Für diese Truhe nehme ich an. Hey, cool, danke. Hi. Was willst du? Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Ich habe schon eine. Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen, aber das ist ungleich schwieriger. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Juhu, ich bin passabel. Ich habe leider gerade nicht hingeguckt. Wie viel war das? Kannst du meine Fähigkeiten? 20%, okay. Ah, wen haben wir denn da? Oh, ein Steckbrief. Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Ja, interessant. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Das ist ja ätzend. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Das klingt ja eigentlich nach einer ganz sinnvollen Regelung mit den Eintrittskarten. Gibt's ja im echten Leben so ähnlich, ne? Nur, dass man was dafür tun muss, so eine Karte zu kriegen, statt dass man was dafür tun muss, wenn man so eine Karte hat. So, Logan, kenne ich den nicht? Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Verstehe. Ich komme später wieder.
Ja, Logan war der, mit dem ich auf Sumpfhaijagd war. Stimmt. Apropos Lucia. Ist das nicht die verschwundene Geliebte von dem Tischlerslehrling? Ich glaube schon. Interessant, dass die sich hier rumtreibt. Und ich würde mal sagen, es ist hier nicht die 262, sondern die 52. Und ich würde mal sagen, wir reden nächstes Mal mit Lucia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Snuff. Hey, Snuff kenne ich doch auch noch. Das ist doch der Koch aus dem alten Lager. Aus Gothic 1. Coole Sache.